So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Duo Fable 3. Wir befinden uns hier in der Höhle im Reliquienraum und suchen den Schatz unseres Vaters. Glaube, es das heißt Reliquienraum. Reliquienraum. Okay. War das Spiel immer so leise? Ja, oder? Ja, Ach, so war gut. nur Hintergrundmusik. Okay, Doc. Ja gut, dann gehen wir jetzt auch schon runter und gucken, was uns in diesem Dungeon erwartet. Ganz Wahrscheinlich genau. eine Reliquie. Wir haben immer noch keine Waffen tatsächlich, aber Stimmt, wir was ich gehen auch los. sehr, sehr eigenartig finde. Ich Eigentlich meine, eher atypisch für Rollenspiele, oder? Man hat doch immer am Anfang ein warte Messer mal. oder so. Ah, hallo! Hier ist nochmal Jasper. Ich glaube, das erstaunliche Ding ist ein sogenannter Kreisel. Und wo wir gerade von erstaunlichen Dingen sprechen, ich habe etwas Unglaubliches im Unterschlupf gefunden. Ihr solltet so schnell wie möglich wiederkommen. Okay. Was? Ja, dann gucken wir mal. Dann gehen wir zurück zum Unterschlupf. Okay. Und mach das mal. Wir haben gerade kleine technische Schwierigkeiten. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir so ein bisschen stocken. Achso, ja, da zurück zum Unterschlupf. Ah, ne, Start. Start. Ups, Start ich dachte halt. Back. Genau. Der Unterschlupf Dann ist ja alles enthält gut. eine Oh, er hat Vaulkammer aufgeräumt. mit ganz erstaunlichen Waffen. Sieht schön aus, ja. Heroischen Waffen, die euer Vater euch hinterlassen hat. Hier entlang. Gut, dann gucken wir mal. Ah ja, jetzt müsste Jetzt es. kriegen wir Ja, ja, apropos ja. Waffen hier, ne? Genau, das passt. Zugegebenermaßen So, wirken ja, diese okay, die hat Waffen er noch noch nicht nicht sehr aufgeräumt. beeindruckend, aber im Buch steht, dass sie sich durch die Benutzung verändern. Sie werden tödlicher und entwickeln fantastische Eigenschaften. Es handelt sich um lebendige Waffen und eure Art zu kämpfen bestimmt, wie sie sich entwickeln. Das ist neu. Durch Auch die eher Benutzung atypisch. wird anscheinend die Ein Klinge Heldenschwert? länger und Das war schärfer. ein Heldenhammer. Ein Wahnsinn. Heldenhammer. So, ich bin Scheiße. eigentlich eher so der Hammer-Typ. Ich würde dann den nehmen. Nahkampfwaffe. Hier. Ah, so schalte ich das um. Okay. Wähle mal aus. Info hier. Okay. Nimm den Dann Hammer. muss ich ihn auch nicht umbenennen. Oder kann ich ihn Der umbenennen? Hammer wird euch auf euren Wegen gute Dienste tun. Und je nachdem, wen ihr tötet und wie, wird er immer stärker. Tja, jetzt seid ihr ausreichend bewaffnet. Okay, also sammelt Und man gar nicht solltet auf selber alles, was Erfahrung, euch unter der Wissens für Brightwall die. Akademie Ich glaube, du musst erwartet, den Hammer halt fähigkeiten sein. ausgerüstet haben, wenn du jetzt aber die ganze Zeit mit dem Schwert kämpfst und danach auf den Hammer umsteigst, ist der Hammer mega scheiße, was auch ein bisschen blöd ist. Auf jeden Fall. Gut, ich kann jetzt aber meinen Hammer Frank nennen. Frank, also. Frank. Wenn ich meinen Hammer schon nicht Frank nennen kann, dann krieg ich jetzt meinen Nein, Hammer. zumindest Frankie. Nein, Frank. Frankie wäre viel schöner. So, ausrüsten. Okay, habe ich jetzt immer Wisst ihr schon am Frank. besten, die aktuelle Aufgabe fortzuführen? Warte ob ich jetzt automatisch auch eine Waffe habe oder ob ich die ausrüsten muss? Ah ja, der Kann ich nicht sagen, du Kreisel. hast jetzt aber ein Man Schwert. aktiviert sie, Schwert. Na gut, okay, indem dann man passt ihn es ja, dann mit gehen einem wir nochmal Eisen auch setzt. jetzt. Eure neue Ich habe Waffe gerade ein sollte Geschenk dafür bekommen, schon wieder. geeignet sein. Oh. Ah, dafür war der Kreisel da. Gut. Deshalb braucht ihr mir gerade ganz dringend Schwert. Passt sehr gut mit Jasper. Lass mich raten, das sieht jetzt schon noch so im Raum aus. Ja. Gott, weißt du noch, wie das ging? Kämpfen mit X. Achso, mit X, gut. Den blauen Knopf drin. Oh. Und da kommen schon die ersten Skelette aus dem Boden. Blauen Kugeln. Hola Hola Mann. Mann. Ich Kreativ. glaube, hier war ein Übersetzungsfehler. 2 zu 1, ne? Aber das ging Oh. schnell. Das ging ziemlich schnell. Ah ja, und wir haben auch noch diese Magiesachen. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert allerdings. Wo ist denn unser Leben? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, sind wir überhaupt sterblich? Wie war das denn in den Haltenfeldeteilen? Da gab es auf jeden Fall einen Lebensbalken, Okay, der ich sehe hier abgenommen hat, wenn keinen. man Schaden bekommen hat. Es gab auch einen Wundert mich aber halt Magiebalken. davon, dass wir, ja, das haben wir offensichtlich auch nicht, weil ich kann hier rumballern ohne Entwicklungsstätten. Genau. Wie kommen wir ohne Entwicklungsstätten eine Menge Leben wieder? Ja gut, das war's schon, ne? Das war Können wir jetzt jetzt nicht nicht so gleich weitergehen? anspruchsvoll, ne? Ja, ich So. glaube, oh wow, Grausort, Grausort, Grausort. Den unten hinterher. Los, 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 los. Mann, ich dachte, das ist da schon auf der Brücke, muss man jetzt gerade. Wenn man unsterblich ist, Ich hätte glaube, ich dein mich Hund ist ein vielleicht. bisschen doof. Oder er ist da. Naja. Nee, er ist hier unten. Ich meine, dein Hund stand gerade halt irgendwie in der Mauer drin. Hat er mich schon Mein sowas Hund gesagt. ist nicht doof, Krass. okay? Er ist speziell. Sagen, ja, gut, sagen wir besonders. Dein Hund ist besonders. Ich finde es gut, dass man es jetzt unterscheiden kann. Ja, auf jeden Fall. Das war ein nettes So. Geschenk von Lionheart Studios.
Danke. Mit A drückt Knus an, nimmt 20 Gold. Das hat sich ja richtig gelohnt und ich krieg 50 Gold! Was soll das? Das ist aber mehr als ich, glaube ich. So, er wittert immer noch einen Schatz. Mein Hund ist speziell. Achso, ja, gut, okay. Sonst ist hier unten vielleicht. Die Sterne führen uns tatsächlich woanders lang. Es würde mich aber mal interessieren, ob wir vielleicht hier unten doch noch einen Schatz finden. Und wir finden eine verschlossene Tür. Silberne oder goldene Tür? Eine normale Tür. Ja. Oh, okay. Wo wir problemlos reinkommen. Das ist doch erstaunlich. Oh, guck mal, ein Schatz, siehst du? Das habe ich nicht bei Rollenspielen gelernt. Du musst immer alle Wege abgehen. Hast recht, dann hatte mein Hund doch recht, weil wir sind jetzt quasi genau auf der anderen Seite. Das ist mein Hund, der das riecht. Mein Hund hat das schon ganz vorhin gemerkt. Ja, dein Hund ist aber auch immer noch, der ist so langsam. Ich werde nichts sagen, aber er ist halt jetzt gerade erst da. Aber er ist ein sehr lieber Hund. War Gagat, habe ich bekommen, und du hast Gold bekommen. Cool. Gold ist ja auch nicht schlecht. Kann auch mal hier reingucken. Sonst ich hoffe, wir kommen jetzt wieder. Okay. Natürlich, dass sie auch eine Schlüssel nicht öffnen. Ja, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich schätze mal, dass wir auch, dass die von der anderen Seite aufgemacht werden kann. Ja, vielleicht ist das. Sah gerade so aus. Ja. Ich meine, wir sind gerade eine Treppe runter und hier wieder hochgegangen. Halt nur ein paar hundert Meter weiter. Okay, nicht mal 100 Meter, ein paar Meter weiter. Einen kurzen Sprint. Kann man nicht sprinten. Ah, mit A, wenn du A gedrückt hältst, kannst du sprinten. Stimmt. Oh ja, cool. Du bist jetzt auch nicht mehr so langsam. Dann laufen wir mal weiter, erforschen diesen Dungeon. Und wir sind in einem kaputten Teil des Dungeons. Ach, das kann man. Oh, wow. Da sieht man Schätze und was kommt jetzt? So, jetzt sind wir schon wieder in einem Kreis. Jasper? Nee, guck mal, da ist. Ah. Oh, okay. Das ist wieder so ein Kreis, der denkt, dass irgendwie mit dem Zauber abschießen muss. Ja. Okay, warte mal, das sieht nach einem Rätsel aus. Ja, jetzt ist links und links. Warte, ich bin da jetzt raufgetan. Ah, gut. Ah, und dementsprechend kommt er in die Richtung. Jetzt wollen wir natürlich nach links. Okay, warte mal, ich schätze mal, diese Dinger da, das waren noch die gleichen, die uns eben angegriffen haben, oder? Kannst du das nicht aktivieren? Nein. Geh du mal rauf. Ist das scheiße. Ja, siehst du, guck mal, genau das hatte ich mir nämlich gedacht. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich halt nicht auf die anderen Dinger raufgehe. Gerne noch. Ich glaube, man kann nämlich auch immer noch eins raufgehen. Ich würde jetzt hier aber erstmal links zu dem Schatz. Ja, aber erstmal nur den Schatz. Ja, siehst du, guck mal. Kann dich nämlich immer nur für eins entscheiden. Ja. So, dann gehen wir jetzt hier schon mal zu dem Schatz. Dann gucken, was da ist. Das ist ja eine Frechheit, dass ich nicht mal die Dinger bewegen kann. Das ist halt zwei Schritte. Es wird halt klar geklärt. 100 Gold hat das gerade gegeben. Das für dich? Kreaturenbeschwörung. Aber es gibt auch Gesundheitstrank. Dann muss es da auch eine Gesundheit geben. Ja, klar. Also, wenn es einen Gesundheitstrank gibt. Vielleicht ist das ja immer noch das Tutorial und wir kriegen später erst Gesundheit. Ich meine, wir haben auch gerade erst angefangen zu kämpfen. Ja. Oder? Gehen wir ein bisschen nach hinten. Echt langes Tutorial, ne? Ja, das kann sein, aber ich weiß nicht, wie lange die Story ist. Wüsste und deswegen wollte ich nämlich auch nach hinten. Ja, was Gutes. Macht bei dir halt nichts aus. Wir können jetzt hier geradeaus gehen. Das ist die richtige Entscheidung. Ja, klar. Ich war so, das kann ich ja schon mal den nächsten Schatz. War das die richtige Platte? Ich würde auch sagen, wir nehmen so viele Gegner wie möglich mit. Militärhandschuhe. Geil. Okay, ja, gleich schon wieder was Neues anziehen. Ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich habe mir jetzt hier schon wieder ein anderes Outfit zugelegt. Und zwar das, was ich von Lionhead Studios geschenkt bekommen habe: Das Highlander Outfit. Genau, mir ist der Name ein bisschen entfallen. Na, ich sehe immer noch so aus wie ganz am Anfang. Wahrscheinlich wirst du auch am Ende noch genauso aussehen. Wahrscheinlich werde ich immer noch so aussehen. Ja, das ist nicht ganz auf zwei Player optimiert worden, dieses Spiel. Muss man so sagen, ne? Wir dachten, es sei so das richtige Mega-Koop-Spiel, ne? Aber irgendwie. Also, ja, gut, wär, ist halt wie so ein KI-Begleiter. Du kannst auch genauso viel. So, jetzt ist aber interessant, geradeaus oder rechts? Ich wäre erstmal für rechts. Glaube ich auch. Genau. Wenn ich jetzt hier nach da gehe, kommen wir auch schon zu dem nächsten Schatz. Ja. So. Oh, hier ist, können wir gleich da nach links gehen. So, langsam. Kannst du das öffnen? Ist mein Controller hier aus oder was? Nein. Das gibt's doch nicht. Nichts kann ich hier machen. Zeitverzögerung schon wieder. Und ein Gesundheitstag. Sehr geil. Du kriegst doch die ganze Zeit Sachen, was ich auch gut finde. Das haben sie immerhin so gemacht, dass jeder da was bekommt. Aber ich glaube, du kannst sie bestimmt nicht einsetzen oder so. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass du halt deinen Charakter weiterentwickelst, wenn du alleine spielst. Mhm. Halt, wenn du eine Solo-Kampagne mit deinem startest.
Ich schieb dich mal da drauf. Achso, ja, stimmt, so kannst du es beeinflussen. Ja, dann, gut, das ist eine gute Idee, dass man quasi Erfahrungen und so sammeln kann, die man dann auch für seine Kampagne benutzen kann. Aber das ist ja doof, dass du halt, ich meine, du musst es jetzt alleine nochmal spielen, damit du halt irgendwas weiterentwickeln kannst. Ja, ich bin auch nicht. Ich will eigentlich nochmal hier auf dieses andere Ding rauf, aber wir haben jetzt gerade schon die Treppe aktiviert. Scheiße. Ja, was soll's. Hier noch einmal nach rechts. Da finden wir nur Spinnenweben. Das Skyrim kann man sich zwar zerschlagen, aber ich denke, das ist hier nicht möglich. Geht hier wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich auch schon mit dem fürchten. Oh. Okay. Wow! Wow! Alter, so schön was ist das denn für ein Sprung, ey? Ist sicher, es sind nur 10 Meter auf Stein. Mann, eigentlich wollte ich da oben nochmal drauf, aber da kommen wir jetzt wieder nicht mehr rauf, oder? Jetzt ist es spät nach dem großen Metersprung. Achso, da bin ich. Ich verwechsel dauernd unsere Figuren. Alter, ich bin eine Frau, tauchen. Nein, warte, warte, spring noch nicht runter. Wieso? Da ist ein Schatz auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt runterspringen, kommen wir da nicht mehr hin. Ja, ja, wir müssen da eigentlich hoch, aber da kommen wir auch nicht hoch. Was? Wir hätten uns wahrscheinlich für einen anderen Weg entscheiden. Scheiße, und jetzt tauchen wir. Was soll's? Drei. Ach, komm schon. Wow. Das muss auch weh tun. Zwei. Ja. Die springen da, als wäre nichts los. Ist auch nicht. Gut, dann können wir jetzt. Oh, wenn du jetzt ab. Wo ist mein Hund? Der ist weg. Wie kann man tauchen? Ach, tatsächlich. Ah, ist schon wieder was gefunden. Schon nicht alle auf dem Boden von so einem See finde. Oh, und das sieht doch so aus, als ob man das Gegensieger schon wieder benutzen muss. Sieht ganz danach aus, probieren wir es mal. Doch nicht. Oh, sauber. Das ist ja mal. Ah ne, da ist eine Tür. Warte mal. Oh ne, mach doch. Ah, halte gedrückt. Mein geladener Zauber. Jetzt musst du in die richtige Richtung machen. So. Irgendwie geht's noch, wenn ich's mache. Welche Überraschung. Ja, genau. Jetzt hast du's. So. Kleine Startschwierigkeiten, aber ansonsten läuft es wieder ganz schlüssig. Ist hier noch irgendwas? Nee, erstmal nicht. Also weiter. Da ist nur Sebi. So. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Besonderes. Ja, ein paar Skelette gibt's hier. Ja, das war's. Kriegen wir gleich viel Erfahrung? Ja, oder? Ich denke schon. Wieder 100 Gold bekommen. Ich glaube, ich bekomme die ganze Zeit so. Ich glaube, man bekommt die einfach für Zusammenspielen oder so. Ja, irgendwie so. Weißt du aber nicht, ob du die bekommst oder ob ich die bekomme oder ob wir uns das teilen. Ich meine, wir teilen uns das. Das kann ich hier, ist da links noch irgendwas? Ich glaube nicht. Können wir einfach mal kurz hingehen? Praktisch. Ja, wie ja, ne? Also jedes Mal, wenn man Abzweigung macht, gibt es echt einen Schatz. Gibst du oder soll ich? Ich würde gerne graben. Ich glaube, du kannst. Ach, du kannst graben! Das war doch das Einzige, was du kannst. Schön auf die Hunde da. Den Dreck, jo. Sieht aber sehr schön animiert auch aus. Kommt Gold? Ne, tatsächlich, wir haben unterschiedliche Gold. Ja, also habe ich mehr. Deutlich mehr. Deutlich. Doppelt so viel. Aber du kannst es nie ausgeben. Das ist auch wieder überflüssig gemacht, ey. So. Ah, sprinten wir. Was kommt also als nächstes? Oder sehe ich einen Schatten? Oh, das ist doch ein Schatten. Das war hier? Lesen. Oder? Ich bin rausgegangen. Jetzt. Ja. So, das war's also. Ich stehle dem Architekten die Pläne für die Höhle, finde den geheimen Eingang auf der anderen Seite von Mistpeak, werde von ein paar hohlen Männern fast getötet, stoße mit einem Zeh gegen einen Stein und habe höllische Schmerzen. Und jetzt auch noch das. Ich weiß, hier gibt es einen großen Schatz. Und es hat etwas mit diesen Feuerschalen zu tun. Aber was weiß ich nicht. Doch ich gehe erst, wenn ich dieses Rätsel gelöst habe. Und offensichtlich hat er es nicht gelöst. Denn er liegt da. Ich tippe mal, das wird der Jonas sein. Er hat gesagt, er geht erst, wenn er das Rätsel gelöst hat. Und ah, guck mal, aber das hatte ich mir schon gedacht. Du kannst die Feuerschalen anmachen. Warte, wir müssen einfach alle davon anmachen. Und darauf ist der Jonas nicht gekommen. Er hatte keinen Zauber. Aber wahrscheinlich hat er eine ja, Streichholz oder so. Feuerzeug. Und der Hund riecht einen Schatz. Wenn du es mitkommst, können wir auch sehen. Ein Schlüssel. Oh. Tatsächlich.
Jetzt müssen wir springen. Hoffentlich kommen wir wieder hoch. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich runterspringen sollten. Aber das ist ein Schatz. Ich sehe da keinen Schatz. Mach mal die Kamera runter. Das kann ich ja nicht. Da ist doch... Nee, da ist keiner. Ich meine da gerade irgendwas aus dem Augenwinkel gesehen zu haben. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Das war doch ein weiter Weg sonst. Ich denke, wir diskutieren das jetzt hier noch eine Weile und entscheiden uns dann in der nächsten Folge, was wir tun werden. Springen oder nicht springen. Sollen wir wirklich, vielleicht überleben wir ja nicht mal den tödlichen Sprung. Das und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Let's Duo.